Wir feiern diesen Gottesdienst, wie all unsere Gottesdienste, im Namen Gottes des Vaters, Quelle unseres Lebens, im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und erfüllt. Amen. Liebe Gemeinde, seit langen Zeiten schon ist diesem Sonntag ein bestimmtes Thema zugeordnet. Das Wort Gottes als Samen, der Frucht bringt. Alle Texte für diesen Sonntag, Sexagesime, haben damit zu tun. Und auch der Wochenspruch bringt es auf den Punkt: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Kinder können das hervorragend, Ohren auf Durchzug gestellt. Aber auch uns Erwachsenen fällt das Zuhören oft schwer. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Wenn ich Zeitung lese oder mit etwas anderem beschäftigt bin, kann sie mir erzählen, was sie will. Es bleibt nicht viel hängen. Wobei das kein Alleinstellungsmerkmal von Männern ist. Viel schwerer noch, wenn es um Gottes Wort geht. Und dann trifft es mich doch wieder unvermittelt plötzlich ins Herz. Manchmal scharf, schmerzhaft, trennend wie ein Schwert. Dann wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst im Stillen. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Und auch wenn wir sie ignorieren, sie gilt uns. Es liegt an uns, damit ernst zu machen. Eines ist sicher, ohne Wirkung bleibt die gute Nachricht nicht. Lasst uns beten. Rede zu uns, Gott, wir möchten hören. Menschen können wohl Worte machen, du aber erfüllst sie mit Geist. Menschen lehren den Buchstaben, du aber öffnest den Sinn. Menschen zeigen Wege, du aber gibst die Kraft, Wege zu gehen. Schließ uns Türen auf, du bist uns willkommen, tritt ein, öffne unsere Augen und Ohren und hilf uns zu verstehen, wozu du uns bewegen willst. Sprich in unsere Herzen und öffne uns den Weg zu dir. In deinem Wort allein finden wir Halt. In deinem Wort schenkst du uns Trost und Mut. In deinem Wort atmen wir das Leben. Amen. Bitte gib mir nur ein Wort. Erinnern Sie sich an den Popsong aus dem Jahr 2005 von der Gruppe Wir sind Helden? Ich muss ja zugeben, dass ich anfangs im Radio immer nur Bitte gib mir nur ein Ohr verstanden habe und etwas verwirrt war. Wir sind Helden singen von einer Person, die auf ein Lebenszeichen wartet. Ein Wort. Nur eins. Ein Liebeszeichen, ein Lebenszeichen. Bitte gib mir nur ein Wort. Im Predigttext sagt Jesaja den Israeliten ein Wort, Gottes Wort, seine Botschaft. Die Worte Luthers sind für mich manchmal schwere Kost und ich brauche eine andere Übersetzung. Hören wir mal,
was die gute Nachricht-Bibel im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, in den Versen 6 bis 9 sagt. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Bitte gib mir nur ein Wort. Das fällt schwer, von einem Gott ein Wort zu erwarten, der hier so sehr seine Distanz betont, der deutlich macht, wie weit er weg ist von den Menschen. Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Entfernt wie der Himmel von der Erde sind wir voneinander. Der Gott, der hier hindurch scheint, ist der abwesende, der entfernte Gott. Der Gott, für den wir Menschen unter ferner Liefen sind. So ein Gott hat wohl eher kein liebevolles, nahes Wort für uns übrig. Diese Verse für sich genommen wurden früher aus dem Zusammenhang gerissen und antijüdisch umgedeutet. Frei nach dem Motto, hier der jüdische distanzierte Gott, dort der in Christus nahe Gott. Aber unser Text geht weiter. Dieser Teil des Jesaja-Buches hat ein anderes Ende. Hören wir die Verse 10 und 11. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Gott gibt sein Wort, ein Wort, das Wirkung hat. Sein Wort verändert, so wie Niederschläge verändern, Regen, Schnee, auch Nebel, Bausteine des täglichen Wasserkreislaufs, Bausteine zum Wachsen und dann zum Ernten, Bausteine für unsere Nahrungskette, damit wir satt werden. Denn wir können säen, ernten, essen und trinken. Damals wie heute. Noch. Aber inzwischen spüren wir überdeutlich, dass da etwas aus dem Gleichgewicht kommt. Denken Sie an die Dürre im letzten Sommer oder daran, dass dieser Jahreswechsel der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war. Wir leben heute in Zeiten eines Klimawandels. Aber keine der zyklischen Schwankungen, die es schon immer gab, diesen haben wir Menschen verursacht. Gott gibt Worte. Gott macht Ansagen. Er setzt Kreisläufe in Gang, wirkt zielgerichtet. Damals soll das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft seine Nähe spüren, in seinem Wort, in seinem Handeln. Auch wir dürfen heute seine Nähe spüren in seinem Wort, in seinem Handeln. Der große Gott, der so viel höher ist, zu allem mächtig, dieser Gott wird so klein, kommt uns nahe. Das können wir spüren, erleben, sehen. Und das haben wir vor wenigen Wochen endlich wieder zusammen gefeiert. Wenn Gott spricht und handelt, dann verändert sich etwas. Verändert er uns, sie und dich und mich immer wieder.
So sind wir eingeladen, uns auf sein Wort zu verlassen, auf ihn zu trauen. Bitte gib mir nur ein Wort. Gott gibt uns sein Wort. Er gibt uns sein Versprechen, dass sein Bund mit uns bestehen bleibt. Wir glauben, dass in Jesus von Nazareth Gottes Wort Gestalt angenommen hat. Dass wir durch ihn Gottes Wort kennen dürfen. Denn Gott will nahe sein. Dir, mir, gestern, heute und alle Tage, die noch kommen. Darauf gibt er uns sein Wort. Lebenszeichen. Liebeszeichen. Ach, und übrigens, Gott gibt uns auch sein Ohr. Lasst uns beten. Jesus Christus, dass du uns gebrauchen willst, um andere anzusprechen, das ist für uns unbequem, macht uns Angst und ist auch manchmal einfach zu viel. Es fehlen uns die Worte oder der Mut, aber mehr noch fehlen uns Interesse und Liebe für andere. Vielleicht ist auch unser eigener Glaube zu unsicher, zu schwankend oder wir haben Angst, mit unserem Leben daran gemessen zu werden. Aber du willst uns, und so bitten wir an erster Stelle für uns, um Interesse an anderen Menschen, um Mut für den ersten Schritt, um Mut, als Gemeinde die richtigen Formen und Veranstaltungen zu finden. Wir bitten dich für die Leitungsebene und alle Arbeitsbereiche unserer Kirche, dass aus der Liebe zu dir und zu den Menschen neue Initiativen erwachsen. Geld investiert wird in Projekte, Gebete zum Himmel aufsteigen, dass noch viel mehr Menschen von dir berührt werden. Und jetzt bitten wir dich für ein, zwei Menschen in unserer Nähe, die dich ganz besonders brauchen, aber sich nicht für dich öffnen können. Begegne ihnen und sprich sie an und hilf uns, ihnen so zu begegnen, wie es für sie hilfreich ist. Dein kostbares Wort berührt unsere Seele, geht durch unseren Mund weiter in die Welt hinaus, setzt Hände und Füße in Bewegung. Dafür loben wir dich. Amen. Und alles, was uns bewegt, nehmen wir hinein in das Gebet, das uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So lasst uns gehen in diese Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.